Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's wieder los. Es ist langes Wochenende und dieses Mal fahre ich in eine Region, wo ich noch nie im Leben war, und zwar nach Detmold. Super viele haben mir auf Instagram geschrieben, ich soll doch mal nach Detmold kommen. Dort gibt's auch Berge und ja, ich habe jetzt nur 3 Tage Zeit. Darum dachte ich mir, in die Alpen ist es einfach zu weit für 3 Tage. Fährst doch mal nach Detmold. Externsteine und ach, keine Ahnung, was es da noch gibt. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und mich begleitet. Und ja, habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich wieder unterwegs bin. Ja, ansonsten lasst uns starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein, und viel Spaß beim heutigen Video. In 16 Kilometern darf ich runter von der Autobahn. Ich bin jetzt hier kurz vor Bielefeld und ich muss sagen, so eine blöde Autobahnfahrt hatte ich schon lange nicht mehr. Ich bin diese Autobahn jetzt das zweite Mal selbst gefahren, ansonsten bin ich immer nur mitgefahren und ich fahre eigentlich gerne Autobahn, aber echt, oh, war eine richtig blöde Fahrt. Andauernd ist mir jemand in den Sicherheitsabstand gefahren, dann hat mein Auto immer Alarm geschlagen, fahrzeugnah schreibt er dann immer und oh nee. Also das war eine richtig blöde Fahrt. Aber 18.04 Uhr, jetzt ist es 17.34 Uhr, in einer halben Stunde bin ich da. 10 Kilometer noch Autobahn und dann darf ich endlich runterfahren. Ja, also und im Gegenzug dachte ich noch, Berliner Ring, oh, war richtig super. Das fuhr sich richtig gut, aber ne, die A2, bah. Aber was schön ist, die Rapsfelder blühen hier. Ja, herzlich willkommen in Detmold. Ich war hier noch nie und stehe direkt schön am Grünen auf einem Parkplatz und gehe jetzt erstmal zum Automaten und guck, ob ich jetzt hier noch Parkgebühren bezahlen muss. Montag bis Sonnabend von 8 bis 19 Uhr. Jetzt ist es 18.10 Uhr. No risk, no fun? Ich gehe erstmal aufs Klo und dann ist es vielleicht 18.30 Uhr und dann no risk, no fun. Los geht's! So, das hier hinter scheint die Hochschule für Musik Detmold zu sein. Aber jetzt ich erstmal in den Stadtkern. Von hier aus kann man auch zu den Externsteinen laufen, und zwar sind 12 Kilometer da lang. Hier ist tatsächlich die Hochschule für Musik. Ein richtig schönes Haus. Ah ja, und denkt dran, wenn ihr in einer fremden Stadt parkt, immer schön den Standort markieren, sonst findet ihr euer Auto nicht wieder. Ja, hat jetzt natürlich schon alles zu. Aber ich wollte ja auch nicht shoppen gehen. Aber vielleicht finde ich ein gemütliches Restaurant und ja, kann was Leckeres essen. Also ehrlich gesagt, das Haus hier so mittendrin sieht schon ein bisschen einsturzgefährdet aus, oder?
Jetzt bin ich am Schlossplatz angekommen. Hier steht auch gleich mal Brahms. Schlossführung gibt es auch. Tatsächlich, da hinten ist eine Demo. Ich weiß nicht wofür oder wogegen, aber ich kann ja mal schauen. Das ist eine Veranstaltung für Toleranz, Respekt und Vielfalt. So, ich bin im Restaurant Schräger Vogel gelandet. Wow, lecker! Folienkartoffeln mit Hähnchen. Einen herrlichen Sonnenuntergang habe ich im Hintergrund. Jetzt gehe ich zu Venna zurück. Ich habe mir schon ein schönes Plätzchen ausgesucht. Allerdings ist da Parken über Nacht verboten. Ich schau mal, ich habe ja nur einen PKW. Ja, was sich da machen lässt. Ansonsten stelle ich mich in eine Stadt oder ein Dorf in der Nähe. Da gibt es einen kostenlosen Parkplatz. Hält ja nicht so auf. Und morgen, ja, schauen wir uns dann die Externsteine an. Ja, jetzt bin ich im Naturpark Teutoburger Wald angekommen. So, ich habe mir den Stellplatz hier ausgesucht. Da hinten ist immer noch der Sonnenuntergang. Hier sieht es irgendwie ein bisschen wüst aus. Da steht auch noch ein Wohnmobil. Hier ist Osten. Hier habe ich morgen früh hoffentlich Sonne. Morgen soll es echt sonnig werden. Und da hinten ist der Wanderparkplatz. Da, also der geht da weiter. Und da stehen noch drei, also etwas größere Camper. Ja, ich bin also nicht allein. Schauen wir mal, ob es ruhig wird heute Nacht. Ich habe kein Schild gesehen, Campen verboten, und ich stelle auch keinen Stuhl raus oder so. Klo habe ich bei. Was ich allerdings gesehen habe da hinten, da habe ich zuerst geschaut und da war so viel Klopapier schon wieder im Gebüsch. Ich kann es nicht verstehen. Aber gut, mein wichtigstes Utensil habe ich ja dabei. Und jetzt mache ich mich erstmal lang da hinten. Ich wollte euch noch mal zeigen, wie gemütlich es hier ist. Ich mag es total gern. Aber jetzt gehe ich ins Bett. Ich bin echt müde. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen von den Externsteinen. Ich stehe hier immer noch auf meinem Parkplatz. Es war ein bisschen kalt, aber schaut mal. Die Sonne kommt. Ich sehe meinen Atem. Aber ich habe im Schlafsack geschlafen. Na, alles gut. Ja, ich muss noch einen Moment warten. Das ist noch ein bisschen kalt zum Aufstehen. Ist mir immer ein bisschen ungemütlich. Wenn die Sonne aufs Auto scheint, wird es ganz schnell warm. Das ist der Vorteil an einem schwarzen Auto. Im Sommer hasse ich ihn. Im Frühling oder Herbst oder auch Winter liebe ich ihn. Ja, und dann gibt es Frühstück. Also es sind jetzt hier, ich schätze mal, es sind tatsächlich Minusgrade, weil die Baumstämme hier neben dem Auto sind weiß. Und aber im Auto weiß ich nicht. Wartet mal, ich gucke mal, ob ich ein Thermometer finde. Ha, in einem geordneten Haushalt findet sich alles an. Ich habe 10 Grad im Auto. Seht ihr das? Ja. Und habe Wintergas, und zwar dieses. Und da steht auch nochmal ganz deutlich Wintergas und es brennt nicht. Also könnt ihr euch sparen, dieses Wintergas zu kaufen. Es funktioniert nicht. Lecker! Ui, das spritzt. Aus. So, jetzt esse ich mein Marmeladenbrot. Sehr lecker. Und dann gehe ich auf einen Flohmarkt, treffe ich mich wahrscheinlich mit jemandem, den ich über Facebook kennengelernt habe. Und danach ist mein Plan, zu den Externsteinen zu wandern. Ihr werdet sehen im Video, ob der Plan so aufgeht oder ob ich mich wieder spontan ändere.
richtig schönes Wetter. Gar nicht so kalt, wie ich es von drin gefühlt habe. So, ich stehe jetzt hier in Horn bei Marktkauf und wandere zum Trödelmarkt. Da sind schon die ersten Stände zu sehen. Ich bin gespannt. Also die meisten bauen gerade erst auf. Es ist viel Antiktrödel und es ist viel dabei von diesen Haushaltsauflösungen, die dann überall hinfahren und hoffen, da ist was Wertvolles dabei. Aber ich gehe jetzt noch mal an der anderen Seite zurück. Vielleicht finde ich ja noch ein kleines Schnäppchen. So, ich habe jetzt den ganzen Vormittag mit einer neuen Freundin verbracht. Wir haben uns eigentlich gleich richtig gut verstanden. Warte mal, ich muss mal gucken. Da verkaufen irgendwelche Jungs vor ihrer Hauseinfahrt was. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg zu den Externsteinen. Und was ich nicht wusste, ist, dass heute hier Walpurgisnacht gefeiert wird. Sowas gibt es in meiner Region nicht. Jedenfalls nicht in meinem Freundeskreis, oder? Und hier ist heute richtig, richtig viel los. Also ja, ich nehme euch einfach mit. Und schaut doch mal, nach dem langen Winter ist es so schön, wie grün es jetzt hier alles wird. Schaut mal, da sind sie. Man kann auch da hochgehen, aber heute ist es so voll, dass ich da garantiert nicht hochgehen werde. Ich habe jetzt die Kamera mal umgedreht. Schaut euch mal die ganzen Menschenmassen hier an. Und das werden jetzt immer, immer mehr wegen der Walpurgisfeier. So, schaut mal, da oben stehen die Menschen und da seht ihr auch die Treppe, die da hochführt. Und da... echt voll hier alles. Eine kleine Völkerwanderung heute. Nicht mit mir. Also die Externsteine entstanden vor ungefähr 120 Millionen Jahren aus Sandablagerungen an der Südküste der großen Kreidemeere. Die meisten wissen sicherlich, dass der größte Teil Nordeuropas von diesen Kreidemeeren bedeckt war. Und in den 4 Millionen Jahren verfestigte sich der Sand und es ist Sandstein geworden. Und eine Kollision zweier Kontinentalplatten bewirkte, dass diese Kreideschichten senkrecht nach oben gegangen sind. Und ich stehe hier. Wow. So, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich stehe hier direkt auf dem Parkplatz Externsteine und bin gegen 10 hier angekommen, also relativ früh. Da war hier alles leer und jetzt stehen die sogar an den Ecken so quer. Und Parkgebühr kostet hier 4 Euro. Also ich habe 4 Euro bezahlt, aber es ist auch ein Tagesparkplatz für 4 Euro. Jedenfalls ist hier alles voll. Brauchte also nicht mehr nach dem Mittag herkommen. So, ich komme hier jetzt weder raus, da lang nicht raus und da lang nicht raus. Leute, hier ist ein Stau, hier geht gar nichts mehr. Die parken hier bis mitten auf der Ausfahrt und keiner kommt mehr durch. Da vorne ist die Schranke. Gleich geschafft. Leute, was hier los? So, ich bin dem Chaos entflohen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Einfach den Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ansonsten, haut rein!